Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Paint Some Way Video. Ich habe heute ein großes, schönes Bild für euch und diese beiden Stifte. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Stiften an und dann zeige ich euch das Bild genau. Ne? Ja. Also, ich komme mal näher hier mit der Cam. Ta-da-da-da. Diese beiden Stifte habe ich schon ausgestattet mit mit der Plastikspitze, weil ich die im Moment auch sehr gerne nutze. Ne? Dann ist dort genau dasselbe drin wie in diesem gelben und weißen Stift, den ich schon habe. Guckt euch das mal an. Diese Herzen und Sternchen. Und ihr glaubt's nicht, im Dunkeln leuchten diese Stifte. Ja, es sind so tolle Stifte. Ich habe hier einen Vierersetzer dran gemacht, genau wie bei dem gelben. Da habe ich jetzt einen Fünfer dran. Und den normalen Bohrer. Es ist immer ein Fünfersetzer dabei. Ja. Guckt mal. So schön. Ich leuchte die mal an. Mal gucken, ob wir gleich so einen Leuchteffekt hinkriegen. Den möchte ich euch gerne nochmal zeigen. Ich finde die Stifte ja so toll. Ich habe sie jetzt in allen Farben hier. Ich werde euch noch ein paar davon zeigen. Also ich habe alle Farben mir zusammenbestellt quasi. Diese Ablage habe ich übrigens noch von Pinkies Kreativwelt. Die nutze ich sehr, sehr gerne. Wenn ihr auch so eine Ablage möchtet, ob personalisiert oder nicht, mit schönen Farben. Das war eine der ersten Formen, die sie gemacht hat. Pinkies Kreativwelt, bestellt ruhig dort mal. Sie hat ganz, ganz tolle Ablagen momentan wieder zur Verfügung. So, dann gucken wir mal. Ich mache mal das Licht aus. Dann seht ihr so ein bisschen, seht ihr das? Diesen Leuchteffekt, den sieht man, oder? Guckt mal. Also das, ein bisschen sieht man es. Die leuchten. Ich habe nämlich gestern hier das Arbeitszimmer verlassen. Und dann hat sie geleuchtet am Schreibtisch, haben die Stifte geleuchtet. Finde ich total toll. Und ja, für mein Glücksbärchen-Bild momentan nutze ich diesen hier. Und dieser ist auch richtig toll, ne? Also muss ich ja mal sagen, die Stifte sind richtig, richtig schick. Kann ich nur empfehlen. Die Stifte selber kosten 6 Euro. Ja, 6 Euro ist nicht teuer für solche guten Stifte. Ich finde die richtig gut. Die liegen toll in der Hand. Und die haben was richtig Schickes an sich, oder? Also muss ich jetzt ernsthaft mal... Ich komme davon nicht weg, ne? Also ich gucke mir die täglich an. Wenn ich nicht damit painte, dann gucke ich die ganze Zeit drauf. Ja, dann geht es jetzt weiter mit dem Bild. Und zwar habe ich mir ein größeres Bild ausgesucht. Das werde ich zwischendurch mal irgendwann machen. Ich denke mal so im Frühling. Und zwar haben wir hier einen Wasserfall. Den erkennt man jetzt schlecht. Ich gucke mal, ob man den jetzt besser erkennt, wenn ich auspacke. So, wir sehen uns wieder, wenn es ausgepackt ist. Schwupps, schon ist er ausgepackt. Ich drehe mal eben das Ganze auf. Oh, wie zeige ich euch das Bild am besten? Das ist natürlich sehr groß. Moment. Es ist 40 x 80 und hat 15,24 Euro gekostet. Aber ich finde, für die Größe ist es echt nicht teuer. Wir haben eckige Steine. Wir haben zwei Toolkits, zwei grüne Toolkits dabei. Und die Steine sind in Zipbeuteln verpackt. Das finde ich richtig toll. Also wir gehen erstmal auf die Steine ein. Guckt euch mal an, wie schön glatt die Unterseiten sind. Sehr schöne Acrylsteine. Diese Farbe hier ist meine Lieblingsfarbe. Immer noch. Sehr schöne, sehr schöne, sehr schöne Steine. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was ich hier für ein Bild habe. Boah, das ist sehr groß, ne? Also ich glaube, ich muss es gleich am Boden legen und mal abfilmen. Moment. Machen wir anders. Also, hier haben wir den Wasserfall. Ich weiß, dahinter ist ein bisschen chaotisch. Ich habe gerade das Lichtpad abgefilmt. Da ist das Kabel noch. Ihr seht den Wasserfall. Und der geht bis hier runter. Also ist schon ein sehr langes Bild.
Hier unten ist ein Teich mit zwei Schwänen oder ja, sind Schwäne. Und hier ist so ein Waldweg. Ist gar kein Wasserfall. Doch, da hinten ist ein Wasserfall, doch. Ein Waldweg mit Wasserfall und Bergen und Wäldern. Also so sehe ich das im Moment. Ich glaube, man kann es besser erkennen, wenn man es gepaintet hat. Es sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus. Da hinten ist so ein kleines Häuschen. Ja, so ein kleines Bauernhäuschen, kann man fast sagen. Es ist schon ein sehr schönes Bild. Ja, guckt euch mal mein Chaos an hier. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall finde ich dieses Bild so toll, dass ich es haben musste. Ich musste es haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber so Landschaftsbilder sind manchmal einfach schön. Manchmal braucht man es. Also, ich zeige euch den Druck jetzt auch mal vom Nahen. Ja, ich muss mit der Kamera weiter runter, da ist besseres Licht. Kennen wir ja das Problem, ne? Huch, wackel, wackel. So, der Druck ist gestochen scharf, 40 mal 80. Das ist das Vorschaubild. Und wir haben 27 Farben, viel, viel Grün. Hier diese Prozentzahlen sehen ein bisschen schwach aus, aber man erkennt es, man erkennt es. Der Rest ist gestochen scharf. Also, wer Lust auf Landschaftsbilder hat, der ist hier gut bedient. Und zwar für 15,24 € finde ich das jetzt nicht teuer, so ein Riesenbild. Also finde ich echt noch ein Schnäppchen. Ein Schnapper. Und bei den Steinen kann schon mal keiner was sagen, ne? Wahnsinnig toll, wahnsinnig toll. Ja, also, das war's von mir für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, die Stifte, die lohnen sich wirklich, die sind echt toll. Also, wenn euch die Stifte gefallen, ihr nur eine andere Farbe haben wollt, guckt mal nach. Die haben noch in Weiß, in Lila und in Grün und in Orange. Ja, das sind die ganzen Farben. Mit Gelb und Blau. Also, ihr Lieben, viel Spaß beim Nachschuppen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Anni.